Nicht runterfallen. So. Na, guck mal. Jetzt geh da rein. Aha. Oh Mann, ob wir wohl jemals eins von diesen Sternjuwelen finden? Diese Bobos, die wir uns geschnappt haben, wissen ja wohl auch nichts darüber. Mann, ich bin überarbeitet. Ich könnte glatt im Stehen einschlafen. Hallo! Buff. Na schön. Das diebische Mäuschen ist wieder da. Bubu! Oh, da ist ja Bubuma. Bubulio, bist du zurück? Gut siehst du aus. Aber was machst du eigentlich hier, Bubulio? Was ich hier mache? Dich befreien natürlich. Ach so, na dann, schönen Dank. Aber vielleicht solltet ihr erstmal die anderen befreien. Sind die anderen denn auch hier? Ja, also, Bubulio, mein Bruder! Bist du es wirklich? Diese Typen nehmen keine, was, Rücksicht. Bubulia, da bist du ja. Bubulio, ich bin so froh, dich zu sehen. Ich wusste, du würdest uns helfen. Ist doch selbstverständlich. Und ich habe einen starken Verbündeten mitgebracht. Wir werden euch gleich rausholen. Habt noch ein wenig Geduld. Natürlich, wir vertrauen dir, Bubulio. Mario, zuallererst müssen wir den Zellenschlüssel finden. You don't say. Aber was hast du nochmal gesagt gerade? Du hast irgendwas vor dich hergenuschelt. Okay, wir müssen Schlüssel finden. Schlüssel. Und das diebische... Warte mal. Was haben wir eigentlich alles dabei? Ich weiß es gar nicht mehr. Wir haben einen Superpilz, einen Voltopilz, einen Lebenspilz und einen Ultrapilz und... Weil Mario hat ja auch nicht mehr so viel KP, ne? Ne, 11 von 20. Dann würde ich ihm doch glatt den Superpilz geben. Ah, so ein schöner Pilz. Wehe, gleich kommt was zum Heilen, dann tick ich aus. Oh! Wurde voll platt gemacht. Hallihallo, so trifft man sich wieder. Hey, du bist doch diese diebische Ratte. Was hast du hier zu suchen? Naja, also eigentlich bin ich hier, weil es diese tolle Orden zu finden geben soll. Aber ich hätte nie gedacht, dass das so ein Stress wird. Ja, Mario ist ja auch voll der Weiberhalter. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Was? Schon wieder ein Kuss? Was denkt die sich? Ach, was hätte ich's vergessen? Dieses Sternjuwel, das du da suchst, muss irgendwo ganz unten in diesem Baum sein. Ich hoffe, du findest es vor diesen garstigen Typen. Also pass gut auf dich auf, mein Superschnauzer. Bis bald. Ich fass es nicht. Diese widerliche Kleptomanin. Wirklich unausstehlich. Aha. Gumbrina, nicht, dass du auf Mario stehst, hä? Hey, ihr da. Ihr, was fällt euch ein, mich einfach von hinten? Das werdet ihr mir büßen. Das waren wir nicht. Das war das diebische Mäuschen. Aber na gut. Wenn du meinst, machen wir dich halt fertig. Verdammt. So viel dazu. Ach, verstanden. Gumbrina. Du musst doch mal aufpassen, was über dir abgeht. Wäre Mario richtig gesprungen, hätten wir ihn jetzt schon besiegt. Oder wir kontern einfach. Das geht natürlich auch. 3 Sternenpunkte. Herzlichen Dank. Was? Ein Schlüssel! Rot. Öffnet die Tür der roten Zelle. Weißt du Bescheid? Was haben wir hier drin? Ein Ultrapilz! Jetzt haben wir 2 Ultrapilz, die wir noch gar nicht brauchen. Ist das nicht toll? Ah, und Geld. Da! Ah, sonst gibt es hier nichts, ne? Nö, sieht nicht so aus. Gehen wir wieder hier raus. Hier, das können wir öffnen. Roter Schlüssel. Da haben wir schon mal Bubuma befreit. Bubuma, komm, wir holen dich hier raus. Ah, du Trottel! Bubulio, setz dich da hin und hör mir zu. Oh,
Ach, ich liebe den Humor dieses Spiels so sehr. Da muss ich kurz mal aufhören zu lesen, weil ich lachen muss. Ah. Was? Wieso? Was habe ich falsch gemacht? Buboma, wir wollten doch nur helfen. Was stammelst du da rum? Hör mir lieber gut zu, du Grünschnabel. Rennst mir nichts, dir nichts davon und lässt deine kleine Schwester allein zurück. Aber ich wollte doch nur... Ich wollte nur helfen. Unterbrich mich gefälligst nicht mit deinen hirnlosen Geplapper. Boah, die ist ja gemein, ey. Kein Wunder, dass dich alle für einen Einfallspinsel halten. Wenn ich daran denke, dass das Schicksal unseres Volkes bald in deinen Händen liegt. Nicht auszudenken. Also hör mir gut zu. Wir hören zu. Eine Stunde später. Mario. Hast du kapiert? In Zukunft ist Schluss mit solchen Flausen. Ja, Buboma, ich werde mich bemühen. Bemühen reicht nicht. Wie auch immer. Was machst du eigentlich hier, Bubulio? Wie ich dir gerade sagte, ich will euch alle befreien. Oder zumindest erstmal dich. Sag das doch gleich. Worauf warten wir dann noch? Oder muss ich mir erst die Gicht holen bei der Kälte hier? Awesome. Und weg ist die. Ganz die alte Buboma. Na gut, dann. Und du, Bubulia? Hab noch ein wenig Geduld. Ich bin bald zurück. Ich werde auf dich warten, Bubulio. Können wir nicht einfach hier so... Also theoretisch ginge das ja. Aber auch nur theoretisch. Ne? Herr Klein? Aber wo soll es denn hier jetzt noch was geben? Oder kann ich hier irgendwas abblättern? Ich habe keine Ahnung. Ich gehe erstmal wieder zurück. Oder? Ich habe keine Ahnung. Vielleicht ist es auch im... Ja, genau. Ich habe eine Idee. Moment. Ein Moment. Got an idea. Vielleicht kann ich hier die Zellenrückwand wegpusten. Nee, andere Richtung. Nee. Okay. Gehen wir nochmal zurück? Kannst ja gleich mal runterspringen. Genau. Weil ich sehe ja auch nichts, was irgendwie... Ich habe keine Ahnung. Hier kann man doch auch was einsetzen. Aber was? Und wieso leuchtet das nicht mehr? Es scheint, als könnte man hier... Es leuchtet gar nicht mehr. Ist ja seltsam. Das ist seltsam. Hallo? Ah. Hey, Bubulio. Hätte ich nicht gedacht, dass du Bubuma wirklich befreist. Ich habe es dir doch gleich gesagt, oder? Krieg dich wieder ein. Das gibt dir noch lange nicht die Berechtigung, dich so aufzuführen. Und diesem schnauzbärtigen Typen traue ich auch noch nicht über den Weg. Gut, das war für den Anfang nicht schlecht, aber was ist mit den anderen? Bevor du die nicht befreit hast, mache ich keinen Finger für dich krumm. Dampfnase! Du kapierst aber auch gar nichts. Gerade jetzt müssen wir zusammenhalten und unseren Baum zurückerobern. Geht das in deine Matschbirne rein? Ich liebe Buboma. Aber... Spar dir das, Bubulas. Du wirst dem Schnauzer da... Wie war gleich der Name? Caprio, oder? Mario. Er heißt Mario und er ist ein Star, Buboma. Ja, ja, schon gut. Ihr werdet also alle mit diesem Mario unseren Baum befreien. Alles klar, Buboma, wenn du meinst. Naja, und ehrlich gesagt, Bubulia ist mir ja auch nicht gleichgültig. Versuchen wir es also, alle zusammen. Yay! Meine kleinen Bubus, so kenne und liebe ich euch.
Bus gehören jetzt zum Team. Ich hab Haustiere. Ich danke euch allen. Entschuldige bitte, eine Frage hätte ich auch. Wir suchen ein kostbares Juwel in Sternform. Sagt dir das irgendwas? Das Sternjuwel? Ich denke, ganz unten in diesem Baum ist irgendein seltsam gefärbter Edelstein. Unsere Aufgabe ist, darüber zu wachen, dass er nicht in die falschen Hände gerät. Und die Legende sagt, wir sollen den Stein einen Helden mit reinen Herzen geben. Vielleicht ist das euer Sternjuwel. Also, Cabrio, ich denke, du bist der Held unserer Legende. Und du solltest dir das Sternjuwel holen, bevor diese Provokateure es tun. Ich hoffe sehr, dass wir auch so unseren schönen Baum zurückbekommen. Na gut, such das Sternjuwel ganz unten in dem Baum. Alles klar, wir haben ja 10 Bubus dabei. Halt, Moment noch. Das Wichtigste hätte ich beinahe vergessen. Um das Sternjuwel zu bekommen, musst du zunächst die anderen alle befreien. Du brauchst jeden einzelnen von ihnen, sonst kommst du nicht zu diesem Sternjuwel. Und nimm dieses Bubu-Wel. Bubu-Wel? Es zeichnet dich als Anführer der Bubus aus. Ah, ein Bubu-Wel. Es versammelt die Bubus um dich, wenn du es in die entsprechende Podeste legst. Ah, aber vergiss nie, es ist ja wieder an dich zu nehmen. Sonst können sich die Bubus nicht mehr von der Stelle rühren. Ah, ein Bubu-Wel. Ein Bubu-Führer. Ja, du kannst es verwenden, um die Bubus zu versammeln. Also, Mario, zuerst sollten wir die anderen befreien. Das habe ich vor. Ich habe 10 Bubus. Autsch. Ach, noch etwas. Verzeiht mir, in letzter Zeit bin ich wirklich vergesslich geworden. Also, wenn du auf deiner Suche nach dem Sternjuwel einige der Bubus verlierst und sie nicht wiederfinden kannst, dann komm hierher. Ich kann sie dann mit einem Schrei herrufen. Du hast verstanden? Ich habe verstanden. Die Bubus sind echt süß. So, nochmal heilen und nochmal speichern, würde ich sagen. Sicher ist sicher. Vor allem bei einem Blight-Let's Play. Oder ein Spiel, das man generell spielt, das man halt noch nicht kennt, ne? So, wie die alle da rauspropfen. Und der Dicke ist auch dabei. Ach, da steht eine Zahl dran. 10 sollen da drauf. 0. Okay, so geht das also. Du hast das Bubu-Wel am Podest angebracht. Oh! Und da kommt eine Röhre raus. Schau nur, eine Röhre. Oh, wie aufregend. Endlich passiert etwas. Da sagst du was. Ich hole aber kurz nochmal Gumbrina raus. Um die Leute, die Gegner, die neu kommen, direkt scannen zu können. Du hast das Bubu-Wel vom Podest genommen. Ach, schön, dass wir da auch so... Ah, Bubus müssen darauf und dann leuchtet das auf. Okay. Habe verstanden. Kruzionen! Wieso kriege ich keinen Erstangriff hin? Egal. Hep. Auf sie! Noch Gumbrina! Verdammt! Was machst du? Was trinkst du da? Wirst du größer? Oh nein, erhöhte Angriffskraft! Machen wir erstmal den einen platt, dann kann der uns zumindest nicht mehr angreifen. Oder ich hätte auch den Großen zuerst platt machen können. Na gut, wir versuchen zu kontern. Mist. Boah, 5. Alter. Der hat das ganze 5 KP abgezogen, ey. Nächstes Mal vielleicht ein bisschen besser aufpassen. Ah, dafür kriegen wir Herzchen. Ach, hier können wir die Tür aufmachen. Okay. Dann können wir direkt so da durch. Hier ist wieder so ein Bubu-Ding. Ach so, wenn ich hier rüberspringen möchte, können wahrscheinlich nicht so gut springen, ne? Also bin ich jetzt hier rein oder... Wo bin ich denn jetzt reingekommen? Warte, ich mach das einfach mal hier rein. Bubu-Wel. Ja. Hep. Oh, oh, oh! Was war das? Was zur Hölle? WTF.
ist ja einfach mal in der Seifenblase gefangen. Oh, eine Insignie. Super. Und ein Donnerzorn. Was auch immer das ist. Gibt's hier irgendwas? Nee. Dann hat es doch was Gutes, dass wir runtergefallen sind. Hepp. Und tepp. Hier kann man wieder Bubu, ein Bubu-Will reinmachen. Das ist, ja. Ja. Dann gehe ich mal kurz gucken, was hier unten ist.